Hallöchen, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder euer Land Squid. Willkommen zu einer neuen Folge. Resident Evil. Wir spielen weiter. Ende der Einleitung. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Ich fühle mich gerade, als wäre ich 3 Tage wach. In Wirklichkeit ist es gerade mal 1 und ich werde einfach alt. Aber was willst du machen? Irgendwie tun sie einem leid, die Haie, ne? Ich hoffe, die sind so weit zombifiziert, dass die nichts mehr fühlen. So, wo gehen wir jetzt hin? Wo bin ich? Was ist los? Keine Ahnung. Ich will noch mal in die Tür gehen. Wir waren schon in einem Raum, der war überschwemmt und da waren die Wurzeln dieser Pflanze. Ich will gucken, ob da, wo die Wurzeln waren... Ja, das ist er. Nee. Wurzeln sind immer noch da. It looks like a plant root. Sieht aus wie Pflanzenwurzeln. Muss man nicht im Remake... Ey, es ist alles, wirklich. Also, ich sag mal so... Alles vor dem 4. Teil ist für mich einfach so Ancient History, ne? Es ist alt und ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und ich muss echt sagen, dass ich alle Erinnerungen durcheinander bringe. Ich bringe das Original Resident Evil, das Resident Evil Remake, Resident Evil Zero komplett durcheinander. Hab Sachen auch einfach vergessen. Oder, ne, erinnere dich falsch und weiß nicht mehr, was wo vorkommt. Und das ist eigentlich ganz cool. Ne, ich habe es, glaube ich, schon gesagt vor ein paar Folgen, aber es ist für mich wirklich fast, als würde ich irgendwie ein neues Spiel spielen. Es ist, als würde ich einen Mod spielen, der die Items randomized so ungefähr. Wisst ihr, ich weiß nicht mehr, was ich wo finde und was ich in welcher Reihenfolge machen muss und so weiter. Das gefällt mir. Ich hoffe, das bleibt so. Na, ab dem 4. Ist alles relativ aktuell. Auch dem 4. habe ich erst vor relativ kurzer Zeit wieder gespielt, also den Original 4. habe ich Anfang des Jahres vor Release des Remakes nochmal durchgespielt, privat. Und ja, ne, da glaube ich, überrascht mich nichts mehr, aber das ist ein neuer Resident Evil Run ist wie ein neues Leben. Wir haben jetzt unten das Wasser abgedreht, aber haben wir irgendwie davon profitiert? Sollte ich vielleicht nochmal runtergehen? Wir haben keinen Schlüssel gefunden, ne? Wir haben gar nichts gefunden. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir überhaupt irgendwas bewirkt haben. Ich sollte vielleicht wirklich nochmal... Wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz runter. Oh, was soll's? YOLO und so? Ist ein langer Weg, aber ein steiniger auch noch. Einer voller Cola und Mentos. Aber ich will jetzt nochmal gucken... ob wir nicht was vergessen haben. Ich gehe nochmal alle Räume ab, wie jetzt, wo das Wasser abgelassen ist. Vorsichtshalber, ne? Wenn dann irgendwas da unten fehlt und deswegen kommen wir nicht weiter, dann ärgere ich mich richtig. Deswegen lieber nichts verkommen lassen. Und mal gucken. Zombie-Haie, Zombie-Haie, Zombie-Haie. Das ist die Musik dazu. Das ist der Soundtrack. Zombie-Haie. Nicht, dass ich was übersehen habe. Es kommt mir komisch. Gut, ich habe das Wasser abgelassen. Das war wichtig, um die Pflanze zu töten. Kann gut sein, dass allein schon deswegen jetzt oben irgendwas frei geworden ist, weil Pflanzenwurzeln abgestorben sind oder so, ne? Wahrscheinlich ist es das auch. Aber gucken wir nochmal. Lieber zweimal schauen als dreimal hauen. Sage ich immer. Und das macht perfekt Sinn, das Sprichwort. Denk mal drüber nach. Und dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, was das bedeutet. Als Test für euch. Ich weiß es natürlich. So, alles hier ist nass und nutzlos. Sehr gut. Oh, aha. Guckt euch den... Oh Gott, sei Dank bin ich nochmal da reingegangen. Hey, der ist aber mies versteckt. Ja, kombiniere Schlüssel mit Heilkraut. Schlüsselkraut. Zimmer 3. Müssen wir nochmal durchs Wespenzimmer durch, ne? Naja. Wespen, ich komme. Macht euch bereit.
glaube, ich kann die Schrotflinte mal wieder anequippen. Boah, ich erschreck. Es ist, hey, ohne Witz. Wisst ihr, ich sitze hier tief in der Nacht alleine vor dem Bildschirm, spiele Resident Evil. Und ich muss sagen, die Stimmung kommt auf. Ich finde, es trieft vor Atmosphäre. Es ist gruselig, wenn ich hier so alleine spiele, ohne Chat, ohne euch live dabei. Und was mich wirklich fertig macht, ist, wenn dann die Katzen plötzliche Geräusche hinter mir machen, ne? Wenn die wieder ihre 5 Minuten haben und plötzlich losrennen, dann kriege ich einen halben Herzinfarkt, weil ich sitze hier mit Kopfhörer, ich höre es dann auch nur so halb irgendwas scheppern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gerade war eine Katze auf dem Klo und hat verbuddelt. Moment, haben wir schon wieder Spielsound verloren? Das passiert manchmal leider. Haben wir jetzt schon öfter leider gehabt. Ich hoffe, das liegt nur an irgendeinem Kabel vielleicht oder so, dass da irgendwo ein Wackelkontakt ist. Muss mal kurz das HDMI aus und wieder einstecken. Weil wenn das... Das ist nervig. Ne? Das nervig. Das nervt mich. Das ist ein neues Setup, das ich mir gekauft habe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Bis jetzt hat immer alles gut funktioniert. Und das macht Spaß. Und das war auch echt sauteuer. Unverschämt teuer. Deswegen soll es bitte auch funktionieren. So, hier raus, dann gleich wieder rum und dann Fidibum. Los geht's. Let's go! Moment, ich geh mal nochmal schnell zu der Teufelsstatue. Schiebe die durchs Heilkraut durch und kann es aber nicht mehr mitnehmen. Schade. Okay, Achtung, wir müssen uns jetzt beeilen. Wespenzimmer. Lass dich nicht erwischen. Chill. Ich glaube, die Wespen sind wieder heimgegangen. Diesen Schlüssel brauchst du nicht mehr wegwerfen. Dass man überhaupt gefragt wird. Aber ich meine, ich finde es ja okay. Vielleicht will man die sammeln in seiner Kiste. So als wie Trophäen oder so, keine Ahnung. Macht doch, was ihr wollt mit euren Schlüsseln. Ist mir doch wurscht. Leute, jetzt geht's mich an. Na nu, na na. Das ist aber ein seltsam unpassendes Buch, das da drin im Regal ist. Das werde ich gleich mal anklicken, nachdem ich ein paar andere Sachen angeklickt habe hier, die alle nichts bewirken. Gehen wir noch schnell ins Badezimmer. Kann sie nicht mal hier jetzt hier die Schublade? Doch, genau. Ich muss nur von vorne anklicken. Will you use the lockpick? Si, senor. Schreibmaschinenpapier. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist für mich Schreibmaschinenpapier. Und ich werde es nicht mitnehmen. Denn ich habe aktuell zu viel Zeug im Inventar, ganz einfach. Dann nehme ich lieber das böse Buch mit. Sehr gut, chill. Das ist wahre Macht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare euer Lieblings... Das ist eigentlich voll gut. Schreibt mir in die Kommentare mal euer Lieblings-Videospiel-Zitat. Na, irgendwas, das euch immer wieder unterkommt, das ihr im Alltag benutzt, das für euch ein Running Gag ist oder so. Guck mal, fucking Spiegelung. Wir spielen hier ein fast 30 Jahre altes PlayStation 1 Spiel und wir haben hier Spiegelung. Natürlich ist das keine echte Spiegelung, ne? Obviously. Kommt mir jetzt nicht mit, ja, aber die haben da einfach andere 3D-Modelle und bla bla bla. Ja, ja, ist mir alles klar. Trotzdem, es ist ein einfacher Fakt. Wir hatten früher Spiegelungen in Videospielen und irgendwann auf dem Weg zu angeblich so fortschrittlicher Grafik haben wir die verloren. Und da frage ich mich, ist es das wert? Ich finde schon. Aber okay. Nee, ehrlich gesagt, wirklich, Leute. Mit Grafik könnt ihr, braucht ihr mir nicht kommen irgendwie. Grafik ist für mich kein Selling Point.
Und es ist mir wirklich einfach wurscht irgendwie. Grafik ist mir wurscht. Kann ich wirklich sagen. Ich kann das schon wertschätzen, ne? Wenn ich ein sehr schönes Spiel stehe und dann stehe ich irgendwo an der Klippe und schaue dem Sonnenuntergang zu. Oder Starfield jetzt aus aktuellem Anlass, wenn man auf einem Mond steht und den Gasriesen beim Untergehen zuseht, ist super schön. Kann ich appreciaten. Aber dadurch wird das Spiel nicht besser oder schlechter für mich. Da ticke ich nicht so. Ich kann mit so einem Spiel genauso viel Spaß haben wie mit einem optisch modernen Spiel, weil darum geht's mir nicht. Es geht mir ums Gameplay, ums Game Design, um Progressionsmechaniken, um Motivationsmechaniken und so weiter und so fort. Grafik ist auf meiner Liste der wichtigen Sachen sehr weit unten, abgesehen von Spiegelungen. Spiegelbilder sind auf Platz 1. Sobald ich ein Spiegelbild sehe von jemandem, sage ich, ist ein gutes Spiel. Dann kommt erst Gameplay und so weiter. Recholt Report. Wie ich in meinem letzten Report schon geschrieben habe, gibt es einige gewöhnliche Eigenschaften, die in den Zellen von infizierten Pflanzen mit dem T-Virus infizierten Pflanzen vorzufinden sind. Wir haben außerdem weitere interessante Fakten durch diese Experimente herausgefunden. Wir haben zum Beispiel ein Element gefunden, das diese Pflanzenzellen sehr schnell zerstören kann. UMB Nummer 16. Eines aus der UMB-Chemikalien-Serie, das für das Experiment benutzt wurde. Wir haben UMB Nummer 16 Recholt genannt. Unseren Kalkulationen nach dauert es nur 5 Sekunden, um Pflanze 42 damit zu zerstören, wenn wir das Recholt direkt zu den Wurzeln bringen. Man muss ein bisschen UMB-Chemikalien in einer bestimmten Reihenfolge zusammenmischen, um Recholt zu erzeugen. Aber die UMB-Serie-Chemikalien können giftige Gase verursachen, die für den menschlichen Körper sehr schädlich sein können. Extreme Vorsicht sollte geboten sein, wenn man mit diesen Chemikalien umgeht. Die folgenden sind die Typen des UMBs-Reihen-Chemikalien-Dingens und ihre besonderen Eigenschaften. Kurz zusammengefasst. Nummer, UMB Nummer 2, Rot. NP003, Purple. UMB Nummer 4, Grün. Yellow 6, Gelb. Gelb 6, Gelb. UMB Nummer 7, Weiß. UMB Nummer 13, Blau. Stimulierender Geruch. Okay. Recholt, UMB Nummer 16, Braun. Recholt Report mitgenommen. Ja, und jetzt fehlt da ein Buch. Nanu, jetzt haben wir da ein Buch rausgenommen und jetzt fehlt da ein Buch. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, wo ist es denn? Okay, dann müssen wir mal zurück in einen Speicherraum. Beten wir zu den Resident Evil Göttern, dass wir einen finden? Backstep funktioniert nicht. 180 Grad Drehung. Ist da das Loch im Boden? Nee, noch nicht. Ach, come on. Böse Pflanze. Pfui. Ich hol gleich Recholt, wenn du nicht aufhörst. Das Würgekraut. So, ich hätte gerne. Wir haben so viele Heilkräuter, Leute. Das rote Buch. Und, wenn wir schon hier sind, ein bisschen Schreibmaschinenpapier. Damit wir ein bisschen speichern können. Ich muss schon sagen, dass
Speichern eine Ressource ist, gehört wahrscheinlich zu den genialsten Ideen, die Resident Evil implementiert haben. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so erfunden haben oder so, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall implementiert haben. Weil das macht den Survival-Horror erst komplett. Das macht den Horror real. Den Horror, dass man Fortschritt verliert. Wisst ihr, das ist eigentlich voll genial, denn das dadurch greift Resident Evil so ein bisschen ins echte Leben. Weil das ist keine Ressource, mit der unsere Hauptfigur interagieren muss. Das ist keine Ressource, die irgendwie ausgehen kann, so wie Heilung oder Munition. Das ist, was das unser Leben betrifft. Das ist unsere Lebenszeit, die hier angegriffen wird. Wir verlieren aktiv Lebenszeit. Wir verlieren einen Teil unseres Lebens, wenn wir scheitern, weil wir nochmal spielen müssen. Und das ist der wahre Horror. Ist das nicht schön? Ist das nicht tiefsinnig? It's a bit too much vielleicht, oder? Nee, ich find's gut. Wenn wir scheitern, raubt uns Resident Evil unser echtes Leben. Ein kleines Stückchen davon. Ein kleines Stückchen. Nicht viel, aber gerade genug, dass man sich ärgert. Ich sortiere gerade übrigens meine Kiste ein bisschen, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich finde, Kisten sortieren gehört schon immer zu meinen liebsten Hobbys. Es ist so, weißt du, wenn ich ein Videospiel anfange, dann schaue ich, ob es Spiegelungen gibt. Wenn es Spiegelungen gibt, überprüfe ich, ob es eine Kiste gibt, die man sortieren kann. Und dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommen erst so Sachen wie Gameplay oder Grafik oder so. Na gut, genug sortiert. Ist mir sortiert genug, das Ding? Ich hätte halt einfach erst die Kiste sortieren sollen und dann speichern, ne? Tja. Gehen wir nochmal schnell in den Raum und stellen das Buch rein, würde ich sagen. Lassen wir uns nochmal von der Tentakelpflanze würgen. Ich wollte gerade schon meine Cleverness kundtun und sagen, aha, guck mal, wir mal langsam vorbei. Tja. Der Wendekreis ist schon lustig, ne? Von den Figuren mit der Panzersteuerung. Aber ich habe echt nicht lange gebraucht, um wieder einigermaßen gut in die Panzersteuerung reinzukommen. Es ist Gewöhnungssache. Ach ja, lustig. Okay. Und jetzt nehmen wir das Buch und packen es in die auf mysteriöse Art und Weise entstandene Lücke in diesem Bücherregal. Da, 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 da. Wo ist das gerade passiert? Hier? Ah, hier. Geheime Tür hinterm Schrank. Ich hätte auch gerne geheime Tür hinterm Schrank. Ich weiß nicht, für was. Oh! Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, für was ich gern so eine Geheimtür hätte. Ich muss mir noch irgendein bizarres Hobby suchen, glaube ich. Aber es wäre schon irgendwie nice. Nice to have. Man weiß ja nie, ob man es mal braucht. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. Ich sollte jetzt noch nicht gegen Pflanze 41 kämpfen, oder? Uns wurde explizit geraten, wir sollten doch bitte erstmal die Wurzeln vergiften. Will you push the keys? Wir wissen den Code gar nicht. Oh, muss ich einfach wieder alle zum Leuchten bringen? Ist das sowas? Ja, solche Rätsel, Leute. Oh Gott, oh Gott.
Okay, lass mich mal nachdenken. Ich mache jetzt mal die hier alle aus. Jetzt mache ich das. Und jetzt mache ich... Nee, das geht nicht. Jetzt mache ich das. Und jetzt mache ich das. Und jetzt... mache ich das. Damit habt ihr nicht gerechnet. Jetzt mache ich das und das. Wir kommen der Sache nicht unbedingt näher, habe ich das Gefühl. Ich drücke jetzt einfach zufällig Knöpfe, bis was Gutes passiert. Oh, so dicht, so knapp. Nein. Ah. Dammit. Ich hab's. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entschlüsselt. Hätte ich vorher auch schon öffnen können. Ich dachte, ich brauchte wirklich eine Nummer dafür. Einen Code. Aber nein. Was haben wir hier? Empty Bottle. Empty Bottle ist auf jeden Fall gut. Ich befürchte fast, mein Inventar ist nicht leer genug für den Spaß hier, ne? Steht da was an der Wand? Irgendwas ist an der Wand geschrieben worden. Wasser 1, Rot 2, Purple 3, Green 4. Wasser, Rot, Purpur, Grün. Wasser, Rot, Purpur, Grün. Wasser. Wasser. Okay, dann brauchen wir jetzt Rot. Schauen wir mal. Empty Bottle. Ach, sind hier gar nicht die Chemikalien, sondern nur leere Flaschen. Yep. Hier sind nur leere Flaschen und ich muss die erstmal mitnehmen und dann irgendwo anders mischen, ne? Ich nehme jetzt einfach das Kraut hier. Oh Gott, das ist sogar mit Blau gemischt. Das ist so eine Verschwendung. Nee, ich bring's nicht übers Herz. Ich bring's nicht übers Herz. Auch wenn wir wahrlich genug Heilung haben. Aber ich bring's nicht übers Herz. Genauso wenig bringe ich's übers Herz, dass wir jetzt schon wieder Schluss machen für heute. Aber es hilft ja nichts, Leute. Es hilft ja nichts. Die Zeit ist längst überfällig. Wir werden beim nächsten Mal die 3 Flaschen einsammeln. Und dann... müssen wir mal gucken, was wir mit den 3 Flaschen machen. Wo gibt es denn Chemikalien? Bei Obi? Huh. Bei Vielmann? Vielleicht. Wir werden es rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.